unseren Abschluss müssen wir machen. Wenn das Gerüst steht, sind die Fassadenmonteure dran. Montag schon Dämmung? Ja, Montag soll schon Dämmung dran. Ja. So, das müssen wir halt vorher einlasern. Frederik und Erkam arbeiten die nächsten 5 Wochen auf dieser Baustelle. In der Duisburger Innenstadt montieren sie eine neue Fassade an ein Geschäftshaus. Nicht nur der Schönheit wegen. Durch die Gebäudedämmung lässt sich später viel Energie sparen. Die Arbeit ist ein Kraftakt. Werkzeug und Material müssen sie bis zu 9 Stockwerke hochtragen. Der Aufzug funktioniert noch nicht. Das ganze Haus wird saniert. Trotz aller Anstrengung, Erkam will nichts anderes machen. Fassadenmonteur, das ist sein Traumberuf. Zu sehen, wie sich ein altes Gebäude in so ein schönes Gebäude verwandelt, also das ist schon eine Ehre, was man aus so einem alten Gebäude so was Schönes machen kann. Man ist auch ein bisschen stolz drauf, wenn man später sieht, die Leute, die an den Gebäuden vorbeilaufen und sagen, boah, hör mal, wie haben die denn sowas gemacht, ja? Das hat mich so ein bisschen angespornt, dieses Beruf zu erlernen. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kraft und Ausdauer, handwerkliches Geschick, Verständnis für Mathematik. Frederik trägt die Verantwortung für diese Baustelle. Die Maße müssen stimmen, damit am Ende alles perfekt aussieht. Die Fassade ist die Visitenkarte eines Hauses. Ja, das ist ja ein Rotationslaser, der mir die genaue Horizontale gibt. Also auf ein Hundertstel genau, besser als jede Wasserwaage. Mit Hilfe des Lasers zieht Frederik gerade Striche an den Wänden. Entlang dieser Linien setzt er dann Elemente. Je nach Auftrag sind sie aus Stein, Glas oder Metall. Im Internet unter BR Alpha Ich Mach's gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Erkam ist bald fertig und übernimmt bereits wichtige Aufgaben. Beispielsweise muss er die Länge der Gewindestangen exakt anpassen. Sonst passt nichts richtig zusammen. Dann könnte das später bei der kompletten Bau später Probleme geben. Die Mutter könnte raus leicht fliegen, zerbrechen, Untergrund könnte kaputt gehen. Ja, man muss genau arbeiten. Ziemlich genau. Um 7 Uhr geht's los. 8 Stunden wird jeden Tag gearbeitet. Dann je nachdem, wie viel zu tun ist natürlich und ob man auch Lust hat, mal eine Überstunde zu machen, weil die sammelt man dann auf dem Zeitkonto an und kann sich dann im Winter sozusagen als Guthaben wieder auszahlen lassen. Wenn Fassadenmonteure also wegen Eis und Schnee nicht auf Gerüste können, feiern sie Überstunden ab. Um die Fassadenelemente zu befestigen, braucht es Halterungen. Davon setzen Erkam und Frederik mehrere 100 in die Wand. Viele Handgriffe wiederholen sich auf der Baustelle und bei jedem ist Umsicht erforderlich. Nichts darf vom Gerüst fallen, das könnte Kollegen oder Passanten gefährden. Mir eben die Akkuhülse mit dem 16er Bohrer. Kommt sofort. Erkam musste gleich am ersten Tag auf der Baustelle mit anpacken. Jo, alles klar. Bei uns dauert das nicht lange. Weil wenn er sagt Steinbohrer, dann weiß ich meistens automatisch 10er. Und 10er ist hier im Fall einfach nur der 10er Durchmesser. Die ist 10 mm hat die im Durchmesser. Frederik hat das Sagen auf der Baustelle. Als Vorarbeiter kontrolliert er die anderen, muss aber auch selbst viel tun. Nach der Realschule hat Frederik die Ausbildung absolviert. Als Geselle besuchte er dann Fortbildungen und wurde schließlich zum Vorarbeiter befördert. Ja, die Sache ist halt die, dass man viel mehr Verantwortung trägt als Geselle eben. Man muss ja das ganze Aufmaß machen, man muss die Baupläne lesen können.
Man muss den Zeitplan einhalten, Materiallisten schreiben, Bestellungen machen. Also in dem Sinne hat man halt mehr zu denken, vorzuarbeiten, wie es der Name schon sagt, als ein Geselle. Eine Baustelle steckt voller Gefahren. Fassadenmonteure arbeiten meist auf Gerüsten. Nur wer schwindelfrei ist, eignet sich für diesen Beruf. Für Frederiks Kollegen Dominik wäre ein Job im Büro ein Albtraum. Er liebt die Arbeit an der frischen Luft, auch wenn sie ihn manchmal an seine Grenzen bringt. Ich hatte noch nie ein Problem mit Höhe. Ganz ehrlich, also ich stand auch schon in 60, 70 Meter Höhe. Da oben auch im Winter und minus 17 Grad. Es war verdammt kalt, natürlich, war auch anstrengend. Und dann kommt man abends auch nach Hause und sagt sich so, was war das für ein Tag, ich gehe jetzt erst schlafen. Und am nächsten Tag startet Dominik ausgeruht wieder durch, auch wenn er manchmal Muskelkater hat. Gern erzählt er den Freunden von seiner Arbeit. Er hat schon interessante Bauwerke verkleidet. Fassadenmonteure sind ständig auf Achse, meist in großen Städten. Manche Firmen schicken ihre Mitarbeiter auch zu Einsätzen ins Ausland. Auf großen Baustellen arbeiten oft über 100 Handwerker gleichzeitig. Und alle haben ein Ziel. Das Gebäude soll am Ende perfekt aussehen. Sind Fassadenmonteure mehrere Tage auf Montage, übernachten sie in Hotels oder Pensionen. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber, zudem zahlt er für diesen Einsatz Zuschläge. Im Vergleich zu anderen Berufen im Handwerk verdienen Fassadenmonteure deshalb überdurchschnittlich gut. Frauen sind sehr rar in diesem Beruf, meist sind Männer auf der Baustelle unter sich. Ein abenteuerliches Leben schwärmt Erkam in der Mittagspause. Zeit ist wertvoll, deshalb essen die Männer nahe der Baustelle in ihrem Transporter. Als ich angefangen habe mit der Ausbildung, die ersten zwei Tage, drei Tage, da bist du kaputt zu Hause. 18 Uhr bist du zu Hause, da kriegst du kein Glas Wasser hoch. Nichts trinken, nichts essen, direkt schlafen, ausruhen, am nächsten Tag wieder. Da bist du manchmal auch Wochenende ausgepowert von der Woche. Weil der zu sehr wackelt. Kollegen werden da schnell zu Freunden. Weil die sind ja nur im Balkonbereich. Ich finde das nur wichtig, mit seinen Kollegen dann hier zu sitzen und dann zu quatschen, weil man ist halt die größte Zeit des Tages mit seinen Arbeitskollegen unterwegs. Man sieht seine Freunde nicht, man sieht seine Familie halt nicht. Die negativen Seiten: körperlich anstrengend, wechselnde Einsatzorte, unregelmäßige Arbeitszeiten. Auch Jan macht die Ausbildung, jedoch erst seit wenigen Monaten. Zuvor hat er im Kindergarten gearbeitet, doch das war nichts für ihn. Ihm liegt das Handwerk. Auf Baustellen, so wie hier in Gelsenkirchen, geht schneller was voran. Ja, man sieht da schon Erfolgserlebnisse. Ich meine, die Fassade, die ist ja bis jetzt noch nur mit den Haltern versehen. Und wenn man dann die Dämmung dran macht, dann merkt man schon, ja, man hat was geschafft, je nachdem, wie weit man kommt. Dank der Arbeit der Fassadenmonteure lässt sich viel Energie sparen. Das entlastet die Umwelt. Zurzeit werden vielerorts alte Gebäude saniert, deshalb gibt es gut zu tun. Jan muss Bauvorschriften kennen und wissen, welches Material am besten dämmt und vor Lärm schützt. Auf der Baustelle holt der Azubi Material und Werkzeug und lernt von erfahrenen Kollegen Schritt für Schritt die anstehenden Arbeiten. Jetzt setzen wir hier auf, dass so ein bisschen Versatz da ist, dann drücken wir das dran, dass sich der Halter abdrückt. Nimmst du das Messer auf? Okay, dann wird das hier eingeschnitten, siehst du? Vorsichtig, dass man sich nicht schneidet, wenn das Messer hinten rauskommt. Ja. So, jetzt hältst du das Messer, schneid dich nicht. Dann setzen wir die Platte hier an, ja, wo der Halter ist.
Dann drücken wir das da ganz vorsichtig rein. Die Arbeitsschritte wiederholen sich, bis schließlich die ganze Wand verkleidet ist. Die Männer verwenden Steinwolle. Falls das Gebäude einmal brennen sollte, entzündet sie sich nicht. Das Material juckt jedoch auf der Haut. Jan hat sich aber schnell daran gewöhnt. Wenn man da nicht so die Motivation für hat oder eigentlich irgendwie keine Lust hat, wirklich zu arbeiten oder irgendwie richtig mit anzupacken, um was auf die Beine zu stellen, wo man auch später sagen kann, ja, hey, guck mal hier, das habe ich mitgemacht, dann ist man in dem Beruf eigentlich total falsch. Die Ausbildungsinhalte: Einrichten einer Baustelle, eine Fassade herstellen, Unfälle vermeiden. Da kann man eben sagen, wie die Wand aufgebaut ist. Bundesweit gibt es nur eine Berufsschule für Fassadenbauer in Gelsenkirchen. Wer von weit her kommt, kann hier im Wohnheim schlafen. Unter BA Alpha Ich Mach's gibt es mehr Infos und viele weitere Berufsporträts. Und es ist etwas Tolles passiert. Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte gerne rechnen. Nämlich der 0,209. An der Farbe sieht man es auch recht deutlich, dass das hier oben. Das Hauptfach ist Mathe. Da müssen wir recht aufpassen. Wir dürfen keine Tage fehlen am besten. Es ist sehr schwierig, die Sachen nachzuholen, die man im Endeffekt vielleicht verpennt hat oder krank war. Also ist der Mathe, ist, muss man auch ein bisschen begabt und Ahnung haben. Diesen Beruf kann jeder erlernen. Es wird kein bestimmter Schulabschluss vorausgesetzt. Die Erfahrung von Klassenlehrer Karl-Heinz Gehlmann zeigt, die meisten Auszubildenden haben die Haupt- oder Mittelschule besucht. Hauptschüler sind uns sehr willkommen. Ich meine, mitbringen sollten sie Grundkenntnisse in Mathe, Lesen, Schreiben. Aber selbst wenn man keinen Abschluss geschafft hat in der Hauptschule, hat man die Chance, hier als Fassadenmonteur irgendwann seine Prüfung zu bekommen. In wenigen Wochen macht Erkam seine Abschlussprüfung. Und auch die Fassade in Duisburg ist fast fertig. Ja, wir machen heute die Platten dran. Dafür müssen wir die erstmal hochkriegen, die Platten. Und wir geben uns die mal so hoch, damit das leichter ist, damit wir nicht einzeln alle hochtragen müssen. Ein Knochenjob. In jungen Jahren leicht zu meistern. Nur wenige arbeiten bis zur Rente auf dem Gerüst. Ja. Dieser Beruf bietet viele Aufstiegsmöglichkeiten. Frederik nutzt sie bereits. Ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben lang auf dem Gerüst arbeiten, weil irgendwann im Alter geht es nun mal nicht mehr. Und spätestens dann möchte ich in der Position sein, wo ich sagen kann, okay, ich kann noch ein paar Jahre. Karrieremöglichkeiten: Vorarbeiter, Baustellenleiter, Studium. Der Plan ist natürlich, poliert zu machen. Weiter Fortbildung, Seminare zum Fassadensystem, damit man auf dem aktuellsten Stand ist. Und dann, je nachdem, irgendwann gucken, dass man in die Bauleitung reinkommt. Erkam hofft auf einen festen Arbeitsplatz nach der Abschlussprüfung. Die Aussichten sind gut. Zurzeit wird viel gebaut und viele Firmen suchen händeringend Mitarbeiter. Es ist schön, wie man sehen kann, dass die Fassade in sich wächst. Man ist auch später stolz, wenn man beim Vorbeifahren sieht, das Vollendete. Dann ist man auch stolz auf sich und klopft. Man klopft auch auf seine Schulter und sagt, da habe ich mal endlich was Gutes geschafft. Wer Arbeit nicht scheut und schwindelfrei ist, eignet sich gut als Fassadenmonteur.